Gut, dann hallo nochmals. Nach der Erklärung der organisatorischen Details kommen wir jetzt für heute zum Inhaltlichen. Und ich möchte heute mit einem Thema beginnen, das Sie auch in dem Wiki schon finden, als eigene Seite, da werden wir gleich hinkommen, aber mit einem Thema beginnen, das sich unmittelbar an die GDI 2 anschließt. Diejenigen von Ihnen, die bei mir GDI 2 gehört haben, werden diesen Foliensatz hier kennen, den werde ich jetzt auf, auf Vollbild, wo ist Bildschirmpräsentation, da. Gut, auf Vollbild gehen und das kennen Sie, das ist der Algorithmus von Dijkstra. Sie kennen die Problemstellung, gegeben ist ein gerichteter Graph, also wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie bei jeder einzelnen Kante einen Pfeil, eine Richtung, eine Orientierung und deshalb sehen Sie manche Kanten auch parallel, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung, das sind keine parallelen Kanten, sondern eben Pfeile in Hin- und Rückrichtung, das ist Ihnen alles bekannt. Die Knubbel sind die Knoten und wir haben für jede Kante eine Länge, die beim Algorithmus von Dijkstra nicht negativ sein muss, aber in den meisten Anwendungen, vor allem in den natürlichen Anwendungen wie Navigationssystem, sind diese Kantenlängen sowieso positiv oder vielleicht mal eine Hilfskante Länge 0. Insofern ist das für die meisten Anwendungen eh kein Problem. Wir werden noch später Fälle sehen, wo man tatsächlich negative Kantenlängen hat. Aber das wird ein ganz anderes Kapitel sein. So, das ist ein erster kleiner Einstieg in das Thema effiziente Graphenalgorithmen. Unmittelbar versuche ich Sie abzuholen bei der GDI 2, bevor wir dann zu Themen kommen, die vielleicht manche von Ihnen gehört haben, aber nicht in der Systematik, wie ich sie jetzt bringen werde, andere nicht gehört haben. Worum es mir jetzt hier geht, ist gar nicht der Algorithmus von Dijkstra selber. Da setze ich mal voraus, dass Sie den können, beherrschen und so weiter. Falls nichts, macht es auch nichts. Worum es mir geht, ist die rechte Spalte, diese rechte Leiste. Sie erinnern sich, der Buchstabe Q deutet das an. Das ist die Priority Queue. Ich versuche das korrekt auszusprechen. Priority Queue. Die Prioritätswarteschlange, in der alle Knoten gespeichert sind. Nicht alle Knoten. Der Startknoten, den Sie in der Mitte sehen, S, ist nicht gespeichert. Der ist ja schon prozessiert. Und jeder Knoten ist hier mit einem bestimmten Schlüsselwert gespeichert. Für die Knoten, die unmittelbar von S aus über eine Kante erreichbar sind, also natürlich in Pfeilrichtung, ist das jeweils die Länge dieser Kante und für die anderen Knoten ist es unendlich. So fängt das an. Sie erinnern sich vielleicht dunkel. Falls, also irgendwie dunkel, gehe ich mal davon aus, erinnern Sie sich. So, und jetzt ist der Algorithmus von Dijkstra schlicht und einfach eine Schleife, in der in jedem Durchlauf der Schleife ein Knoten prozessiert wird. Und zwar immer der, der in der rechten Leiste den kleinsten Wert hat. Wenn es mehrere gibt mit kleinstem Wert, wird einfach einer davon beliebig genommen. Das rechts ist nicht zu verstehen als eine Implementation. Das ist nicht ein Array oder so etwas, sondern genau zu diesen Implementationen kommen wir. So, A hat ja die kürzeste Länge von S aus. Deshalb wird A als erstes prozessiert. Und von A aus sind jetzt C und C erreichbar. Das heißt, A, dadurch bekommt C jetzt einen endlichen Wert. Und Sie erinnern sich vielleicht dunkel, wenn Sie es bei mir gehört haben, die Invariante dieses Algorithmus ist, dass die grünen Knoten schon die richtige Distanz haben von S, vom Startknoten S aus. Die roten Knoten haben die Länge eines Pfades als Wert da gespeichert, nämlich die Länge eines kürzesten Pfades, der nur grüne Knoten enthält. Also C enthält, da gibt es einen Pfad, SAC, der außer dem Endknoten nur grüne Knoten enthält und genau diese Länge ist abgetragen. Wenn es mehrere solcher Pfade gibt, dann das Minimum von diesen Pfadlängen.
Und genauso geht das jetzt weiter. Der nächst kleinere Wert ist jetzt das C wieder, die 12. Also wird das C als nächstes prozessiert, dieser Knoten. Und entsprechend werden für die Nachfolger F, E, was ist da, H und G. C hat jetzt mehrere Nachfolger, wird jeweils der Wert angeschaut, ob der verkleinert werden kann. Sie sehen bei G wie Gerda, dass da war schon ein endlicher Wert von S nach G, die 30. Und jetzt ist ein kürzerer Pfad über A und C nach G gekommen. Das heißt, für G wie Gerda steht jetzt 18, wo vorher 30 stand. Weil das eben der kürzeste Weg ist über grüne Knoten allein. So, und das geht jetzt einfach immer weiter. Wir brauchen das vielleicht gar nicht bis zum Ende durchzuführen. Vielleicht noch ein, zwei Iterationen. Was ist jetzt das kürzeste? Die kleinste Zahl, die da steht, ist die 13. Deshalb ist die grün unterlegt. Der Knoten E. Der wird prozessiert. Und für F hat sich, glaube ich, jetzt nichts geändert. Doch, es hat sich was geändert. Denn vorher gab es einen direkten Weg über C alleine. Jetzt gibt es einen indirekten Weg über E, E wie Emil, der um einen Zähler kleiner ist. Jetzt haben Sie die Situation, dass Sie zwei Knoten drin haben mit gleicher Distanzwert. Und da wird einer von beiden genommen, in diesem Fall F. So, das ist nur so ein bisschen zur Erinnerung. Sollte Ihnen so halbwegs bekannt vorkommen, kommt es Ihnen bekannt vor? Diejenigen, die jetzt im letzten Semester die GD2 gehört haben, haben ja auch den Algorithmus von Dijkstra gesehen, wenn auch vielleicht anders dargestellt. Ihnen kommt das auch noch halbwegs bekannt vor, auch wenn die Darstellung anders ist? Gibt es jemanden, der im letzten Semester GD2 gehört hat? Okay. Gibt es jemanden, der vor mir GD2 gehört hat? Okay, gut. Aber Ihnen kommt das auch so ein bisschen bekannt vor. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber ungefähr wie der Algorithmus von Dijkstra funktioniert. Gut. Ich möchte auch da an dieser Stelle Schluss machen mit diesem Algorithmus und möchte darauf zu sprechen kommen, wie man eigentlich effizient die rechte Seite implementiert. So, da sollten Sie eigentlich, zumindest bei mir und ich denke auch in früheren Jahren, sollten Sie eine Möglichkeit gesehen haben, die ich hier auch nochmal vorbereitet habe. So, ist ein bisschen schlechte Lichtverhältnisse, aber ich hoffe, das kann man noch gut sehen. Sie erinnern sich dunkel an Heaps als Datenstruktur. Das oben ist die abstrakte konzeptionelle Sicht. Das ist keine Implementation. Die Implementation ist das hier unten. Auf den untersten Array komme ich noch zu sprechen. Uns interessiert hier erst einmal vor allem das, wo hier Key steht. Ja? Das sind die Schlüsselwerte, die wir gespeichert haben. Die Distanzwerte eben im Algorithmus von Dijkstra. Ja? Diese einzelnen Werte hier sind diese Schlüsselwerte, die Sie eben gesehen haben. Und an jedem dieser Knoten in diesem konzeptionellen Heap stehen einfach noch die, irgendwie ist da noch gespeichert, zu welchem Knoten das jeweils gehört, damit man schnell auf diesen Knoten zugreifen kann. Aber das entscheidende Information, die hier drin ist, sind die Schlüsselwerte. Sie erinnern sich an solche Bilder aus Ihrer GDE2, egal bei wem. So, Sie erinnern sich vielleicht auch an die Heap-Eigenschaft, die dafür sorgt, dass man hier effizient das Minimum nehmen und rausschmeißen kann, den minimalen Wert, und trotzdem effizient Elemente einfügen kann. Die Heap-Eigenschaft besagt, wenn Sie sich zum Beispiel diesen Knoten hier ansehen, hier steht eine 6, kleiner gleich 7, 6 kleiner gleich 31. Dieser Knoten, der Schlüsselwert in jedem Knoten ist kleiner gleich den beiden Schlüsselwerten in den unmittelbaren Nachfolgern. Das gilt nicht nur für die Wurzel, sondern für jeden einzelnen anderen Knoten auch. Also nehmen wir hier nochmal als Beispiel, die 7 ist kleiner gleich der 28, stimmt. Die 7 ist kleiner gleich der 11, stimmt auch. So, gucken wir hier nochmal als Beispiel. Hier sehen Sie, die 11 ist kleiner gleich der 39 und einen zweiten Nachfolger gibt es nicht.
Die Knoten sind von links nach rechts immer aufgefüllt angeordnet, damit sich eine einfache Abbildung in die tatsächliche Implementation ergibt, nämlich hier die erste Stelle hier, die oberste Stelle, ist das erste Element des Arrays, dann kommen 7 und 31, also von links nach rechts, die 7 und die 31, dann kommt die nächste Reihe, 28, 11, 54, 76 als nächste und dann kommt die letzte Reihe hinten ran. Das hat den Vorteil, dass Sie, wenn Sie hier an einer Position sind, 31, dann brauchen Sie nicht zu speichern, wer jetzt im Heap Nachfolger davon ist, wo die jetzt stehen, sondern das ergibt sich automatisch numerisch. Also wenn das die Position 0 ist, 1, 2, hier ist die 2, 3, 4, 5, 6, hier war 2, hier ist 5 und 6. Sie nehmen den Index, verdoppelten den und setzen entweder plus 1 drauf, dann kriegen Sie den, oder setzen plus 2 drauf, dann kriegen Sie den. Ja, Sie brauchen hier keine Struktur zu speichern, um zu wissen, wenn Sie bei der 31 sind, dass Sie dann entsprechend so und so viel weiter nach da, so und so viel weiter nach da springen müssen. Und genauso umgekehrt, wenn Sie beispielsweise bei der 11 oder der 28 sind, dann machen Sie, eben haben wir verdoppelt, plus 1, machen Sie entsprechende Umkehroperationen und landen dann bei dem Index der 7. Ja? Wenn Sie genauere Details haben wollen, das ist immer noch nicht jetzt Stoff der effizienten Graphenalgorithmen, sondern Wiederholung. Wenn Sie genauere Informationen haben wollen, schauen Sie entweder in Ihre alten Unterlagen zur GDI2 oder ins Wiki. Da ist das Ganze ja auch nochmal aufgeführt. So, sodass Sie das Minimum extrahieren, Sie ändern sich dunkel, Sie nehmen die 6 weg. Aber damit hätten Sie ja die Struktur zerstört, wenn Sie diesen Knoten wegnehmen. Das machen Sie nicht, sondern Sie speichern die 39 da oben hin. Also hier unten in der eigentlichen Implementation nehmen Sie die 39 hier hinten weg und überschreiben die 6 damit. Dann stimmt die Heap-Eigenschaft nicht. Aber was Sie machen, Sie ändern sich dunkel oder hoffentlich nicht ganz so dunkel, dass Sie jetzt diesen Wert so lange absinken lassen, bis die Heap-Eigenschaft wieder stimmt. Sie erinnern sich an sowas? Wem kommt das jetzt eher unbekannt vor? Sie hatten keine Heaps in der GDI2? Schon etwas länger her. Okay, schon etwas länger her. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nur eigentlich eine Vorbereitung auf den eigentlichen Stoff, um den es geht. Ja? Können Sie vielleicht kurz sagen, was es alles modellieren soll? Das ist eine Priority Queue. Das ist die Priority Queue einfach. Sie haben die Möglichkeit, das Minimum zu. Sie kommen schnell an das Minimum ran, das ist nämlich ganz oben. Also hier an der ersten Position in der eigentlichen Implementation. Und Sie können mit logarithmischem Aufwand, weil der Baum nur logarithmisch hoch ist, dadurch, dass er eben so schön balanciert ist, nur logarithmisch hoch, können Sie mit logarithmischem Aufwand das Minimum rausnehmen und die 39 hinschreiben. Und so lange absinken lassen, bis es wieder passt mit der Heap-Eigenschaft. Und genauso gut können Sie ein neues Element einfügen. Sie schreiben es einfach hinten ran. Neuer Knoten hier, also neues Element hinten ans Array ranfügen. Sie haben vorher genug Speicherplatz reserviert, um dieses Element, um so viele Elemente einzufügen, wie Sie am Ende brauchen werden. Und dann stimmt hier potenziell die Heap-Eigenschaft nicht mehr, weil das Element kleiner ist als die 11. Und da müssen Sie durch Vertauschen dieses Element so lange hochsteigen lassen, bis die Heap-Eigenschaft wieder stimmt. Gibt es noch mehr Leute, die das noch nicht gesehen haben? Sie auch nicht. Gut, also wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, bin ich gerne bereit, das Ihnen nochmal genauer zu erklären. Aber für das, worum es heute geht, reicht das erst einmal, denke ich, als ein solches erstes Verständnis. So. Da sehen Sie noch ein paar Sachen mehr. Also einfügen und Minimum löschen. Wir können nicht ein beliebiges Element löschen, nur das Minimum löschen. Aber genau das ist ja das, was ist ja die Anforderung von Algorithmen wie Dijkstra oder auch Prim für minimal spannende Bäume. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass dort auch so eine Priority Queue benötigt wurde. Und für viele andere Zwecke. Und eine Operation wird noch benötigt, nämlich einen Schlüsselwert, den Wert zu reduzieren.
Darauf werde ich heute nicht zu sprechen kommen, ich werde dann später nochmal zu sprechen kommen. Dafür ist es notwendig, an diese Position zu kommen, und dafür muss noch ein bisschen bürokratisches Buchhalten gemacht werden, um sehr effizient an die Position zu kommen und an dieser Position dann den Schlüssel herzunehmen, durch einen kleineren Schlüssel zu ersetzen. Das haben wir gesehen. Wir hatten zuerst einen Pfad, der zu einem Knoten hingeführt hat, über grüne Knoten, und jetzt einen neuen Pfad, der kürzer ist. Dort haben wir den Schlüssel reduziert, den Schlüsselwert verkleinert. Und wenn wir den Schlüsselwert dort verkleinern, dann müssen wir natürlich die Position dieses Schlüsselwertes ändern, sodass die Hiebeigenschaft wieder erfüllt ist. Gut. Worauf ich zum Einstieg heute sprechen kommen möchte, falls es nicht noch weitere Fragen zu dem Hieb gibt. Also denken Sie, Sie haben es ungefähr verstanden, worum es jetzt geht. Worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist eine andere Implementation, eine andere Prioritätswarteschlange, die nicht für alle Zwecke wie der Hieb geeignet ist, aber für bestimmte Zwecke. Und für diese bestimmten Zwecke ist diese Prioritätswarteschlange sehr, sehr effizient. Sehr viel effizienter als. So, dann können wir das mal rausschmeißen. Und wir kommen, jetzt muss ich das anpassen an die Größe. Ich hatte es extra groß gemacht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das groß zu sehen ist, aber so. Wo ist jetzt die Scrollbar hier? Gibt es keiner, weil ich. Ah, so muss ich sozusagen scrollen. Ja, ich will nicht Vollbild machen, ich will nämlich eigentlich die Seite rechts weg haben. So ist doch perfekt. Die Bildschirmaufnahme packe ich mal. Ja, ich will es. Soll ich es? Ich mache es klein, ja. Gut. So, jetzt fange ich damit an der Tafel Sachen zu erklären. Ja, weil, wenn Sie sich das mal hier angucken, so mal, okay, es ist nicht besonders lang, aber es wird sicherlich noch, vielleicht mit Ihrer Hilfe für einen Bonus, noch ausgestattet werden, erweitert werden mit sinnvollen, hilfreichen Bilderchen oder Beispielen oder sonstigen Erklärungen. Aber zunächst einmal ist das jetzt so für sich genommen harter Stoff, und deshalb fangen wir an, die Dinge hier an der Tafel zu erklären. Wie ich gesagt habe, mache ich davon dann immer Fotos. Worum geht es dabei? Eben haben wir beim Hieb gesehen, dass die Datenstruktur einfach in einem Array gespeichert ist. Das wird hier auch der Fall sein, aber damit sind die Gemeinsamkeiten auch mehr oder weniger schon zu Ende. So, ich versuche das mal jetzt an der Tafel zu skizzieren, was die Logik des Ganzen ist. Ich werde aber nicht gleich zu dieser Implementation, zu dieser Datenstruktur kommen, sondern zu einer etwas vorhergehenden Situation. Vielleicht vorneweg, Dial ist mal ausnahmsweise nicht der Name eines Informatikers, der das erfunden hat, im Gegensatz zu dem, was Sie sonst so kennen, Dijkstra, Prim, Floyd Warshall und so weiter, sondern Dial ist das englische Wort für Wählscheibe, das ist die Intuition dahinter, hinter dieser Implementation, und warum das was mit Wählscheiben zu tun hat, das wird, denke ich, gleich ersichtlich. Sie kennen das? Also wir fangen erst einmal mit einer Vorabversion an, die noch nicht die eigentliche Version ist. Wir haben ein sehr großes Array erst einmal. Das ist so groß, dass garantiert dass die Anzahl der Elemente garantiert größer ist als der längste Weg, der vorkommen kann. Ja, wir haben ganze Zahlen. Zum Beispiel beim Navi wären das
je nachdem, also zumindest in der Anzeige sind das üblicherweise ganze Vielfache von 100 Metern, aber soweit ich das mein Navi da verstanden habe, rechnet das intern genauer als ganze Vielfache von 100 Metern, aber wenn es 10 Meter sind oder so etwas, es sind ganze Zahlen. Und diese Grundeinheit, vielleicht 10 Meter, nehmen wir als Basis. Und das Array muss so groß sein, wie gesagt, ist erst noch die Vorversion, wo wir uns ein bisschen Speicherplatz leisten. Dieses Array ist so groß, dass in ganzen Vielfachen von 10 Metern dann auch der längste Weg reinpasst. Ist ja kein Problem, wenn Sie sich vorstellen, was ist der längste Weg auf der zusammenhängenden Landmasse Europa, Asien, Afrika. Ich weiß es nicht, ist vielleicht so was von Singapur nach Kapstadt oder so. Das kann man berechnen, wie viel das ist. Das ist, denke ich mal, in einer kleinen fünfstelligen Kilometergrößenordnung. Wenn Sie das auf die Granularität von 10 Metern bringen, weil Sie mit 10 Metern genau rechnen, dann haben Sie also zwei Potenzen hinzugefügt. Passt immer noch alles problemlos in den Rechner rein. Wunderbar. So groß müssen Sie sich dieses Array vorstellen. So, und der Inhalt einer Komponente dieses Arrays ist nicht eine einzelne Zahl, eine einzelne Distanz und so weiter, sondern der Index ist die Distanz. Der Index des Arrays ist die Distanz und gespeichert wird in einer Komponente eine Menge von Knoten, die gerade diese Distanz haben. Also zum Beispiel als Linked List oder so etwas. Einfach eine Menge. Muss keine Reihenfolge haben. Ist egal. Und vielleicht ein Hinweis dazu. Dadurch, dass ich immer Pausen mache hier zwischen den einzelnen Schritten an der Tafel. Also viele Studierende haben mir berichtet, dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben, dass sie einfach die Aufzeichnungen sich schneller anhören, als sie tatsächlich sind, also mit mehr als 100%. Also nutzen Sie die Möglichkeit. So, was wir jetzt nutzen, ist, dass bei vielen Anwendungen, inklusive Algorithmus von Dijkstra aus der GD2, inklusive Algorithmus von Prim aus der GD2, bei sehr vielen Anwendungen wächst die aktuell betrachtete Größe, geht niemals wieder rückwärts, wird niemals wieder kleiner. Wir haben hier irgendwo eine Position, die ich P nenne, die auch hier wieder auftritt in Punkt 3 der Invariante. Auf Invarianten komme ich gleich zu sprechen. Und alle Knoten, dieser Index gibt die Länge an von dem Knoten, die Distanz an von dem Knoten, der gerade prozessiert wird. Und da das ja das kleinste ist, der kleinste Wert genommen wird, sind alle anderen entweder hier drin. Bei P ist natürlich auch eine gewisse Menge drin von Knoten, vielleicht leer, vielleicht einen Knoten, vielleicht viele Knoten. Aber das Entscheidende ist, dass sämtliche Knoten nicht links von P sind. Genauer gesagt, sämtliche Knoten, die links von P sind, sind schon prozessiert worden, brauchen wir uns nie wieder anschauen. So, und was diese Implementation jetzt macht, ist ganz einfach, wenn jetzt das Minimum gefunden und gelöscht werden soll, was passiert da? Naja, wir gehen an diese Position P, die wir uns separat gespeichert haben, gucken nach, ob dort an dieser Stelle die Menge leer ist oder nicht leer ist. Wenn sie nicht leer ist, nehmen wir uns einen dieser Knoten her und löschen den aus der Menge an Position P und können den ganz normal im Algorithmus dann prozessieren. Das heißt also, das Minimum zu finden und zu extrahieren geht ganz fix, in konstanter Zeit. Beim Heap war es logarithmische Zeit, hier ist es jetzt konstante Zeit. P ist gespeichert, Array-Index zugreifen, Element löschen, fertig. Wenn es eine Linked List ist, nehmen Sie einfach den Kopf der Linked List, das erste Element,
und dann haben Sie schon in konstanter Zeit Ihr Element rausgelöscht. Wenn P jetzt leer ist, stattdessen, dann setzen Sie einfach P um 1 höher. Und wenn das auch leer ist, setzen Sie wieder um 1 höher, so lange bis Sie an einen Index kommen, der nicht leer ist. Und da machen Sie dann dieses Spielchen, dass Sie das erste Element aus der Linked List hernehmen, wenn Sie es als Linked List implementiert haben, rausschmeißen aus der Linked List, prozessieren im Algorithmus, diesen Knoten prozessieren und bleiben dann noch an dieser Stelle stehen, weil ja potenziell dann noch weitere Elemente in diesem Set drin sind. Und die Decrease Key, den Einschlüsselwert zu reduzieren, da machen wir uns auch hier zunutze, dass eine Erkenntnis, dass der Schlüsselwert niemals kleiner als P wird, wenn wir den Schlüsselwert reduzieren. Da geht jetzt ein die Bedingung vorne ab, dass die Kanten keine negativen Längen haben. Das ist genau die Stelle, wo das sonst schief gehen würde. Wenn eine Kante negative Länge hat, dann kommt plötzlich ein Wert kleiner als P heraus für die Distanz und dann funktioniert diese Datenstruktur nicht mehr und der Algorithmus funktioniert sowieso nicht mehr. Der funktioniert nicht bei negativen Kantenlängen. So, das heißt also, ein Decrease Key würde immer von einem, ich schreibe das mal ran, würde immer von einem Index rechts von P zu einem anderen Index rechts von P oder höchstens gleich P, aber jedenfalls nicht links von P, einen Knoten verschieben. Wie machen wir das? Ja, wenn wir den Knoten haben, wissen wir auch seinen Distanzwert, können an diesen Index gehen, beziehungsweise da kommt dieses bürokratische Buchhalten dazu. Von dem Knoten aus haben wir einen Pointer auf das entsprechende Element in dieser Menge, können also dieses Element aus dieser Menge rausschmeißen, ja, vielleicht mit einer Doubly Linked List, damit Sie mittendrin ein Element rausschmeißen können. Ja, wenn Sie ein Element mittendrin rausschmeißen wollen in einer Linked List, dann brauchen Sie ja Zugriff auf beide Nachbarn, damit Sie dieses Element rauskoppeln können. Sie müssen von beiden Seiten aus rauskoppeln. Und dann haben Sie das Element an der einen Stelle rausgeschmissen und an der anderen Stelle. Sie wissen, welches durch den Algorithmus von Dijkstra, was der neue Distanzwert ist. An dem Index fügen Sie es wieder ein. Alles konstante Laufzeit. Konstante Laufzeit. Jede einzelne Operation hat konstante Laufzeit. Plus, wir gehen einmal von links nach rechts mit der Position P durchs Array. Das heißt, was wir bekommen, ist konstante Laufzeit plus plus linear in der Größe dieses Arrays. Und wenn Sie von Darmstadt nach Frankfurt einen kürzesten Weg berechnen, dann wird dieser Algorithmus natürlich beendet werden, wenn Sie in 10 Meter Schritten die Distanz von Darmstadt nach Frankfurt erreicht haben. Dann können Sie ja den Algorithmus vorzeitig beenden und brauchen nicht hier bis hinten bis zu der Distanz laufen, die Strecke von Singapur nach Kapstadt oder was auch immer hat. Ja? Also Sie sehen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein und dieselbe abstrakte Datenstruktur zu implementieren, die ein unterschiedliches Laufzeit-Komplexitätsprofil haben. Wir haben in der GDI2 schon gesehen, dass es schon ganz, ganz ordentliche Laufzeiten gibt mit einem Heap, nur noch logarithmisch pro Operation. Hier haben wir konstante Operationen. So, jetzt, Sie haben eine Frage? Ja, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ich weiß eigentlich, dass der Fall bei Dijkstra nicht auftritt. Eine Frage zu der Datenstruktur. Speichert die noch irgendwie ab, was der Knoten mit der größten Distanz ist? Weil was passiert, wenn ich jetzt auf den Knoten mit der maximalen oder größten Distanz? Sie können natürlich immer abspeichern, welches der größte benutzte Index ist. Also der Knoten, der größte Distanzwert irgendeines Knotens. Also ich speichere nicht den Knoten mit der größten Distanz, sondern ich speichere den größten Distanzwert eines Knotens. Das ist ein Unterschied dann für die Effizienz, denke ich auch, denn es können ja mehrere sein. Ja, Sie können natürlich zusätzlich diese Distanz speichern. Aber warum bei Dijkstra brauchen Sie das nicht, weil
weil sie natürlich, wenn alle Knoten prozessiert sind, sie können ja mitspeichern, wie viele Knoten schon prozessiert sind, und wenn das alle sind, dann können sie ja Algorithmus ja eh beenden. Ja, ich dachte bloß, wenn man irgendwie auf den weitest entfernten Knoten zugreifen will, dann weiß man ja nie, ob man schon den weitest entfernten ja. Sie können natürlich, es ist leicht, diese Buchhaltung zu haben, immer die weiteste Distanz, die längste Distanz, die überhaupt bei irgendeinem Knoten vorkommt, ja, immer dann, wenn eine größere Distanz vorkommt, also immer dann, wenn ein neuer Knoten reinkommt, vergleichen Sie dessen Distanz mit der größten momentan gespeicherten Distanz und setzen dementsprechend um. War das erledigt? Okay, war noch eine Wortmeldung? Ja, konstanter Aufwand. Aber wenn man dann eine linke Liste hat und es ist genau das Element am Schluss der linken Liste. Sie müssen nicht, okay, ich hatte es kurz erwähnt, aber es ist vielleicht nicht ganz rübergekommen. Sie greifen ja von Dijkstra auf den Knoten zu. Ja. Und jeder Knoten, das ist jetzt eine Vorbedingung, das ist Teil dieser Buchhaltung, jeder Knoten hat einen Pointer auf sein Listenelement. Ah, okay. Und wenn die Listen doppelt verkettet sind, dann reicht dieser Pointer auf das Listenelement, um dieses Listenelement zu löschen, weil sie auf beide Nachbarn kommen. Okay. Bitte? Und wenn ich jetzt den letzten Index merke, dann kann ich ja auch schon vorzeitig eliminieren, wenn man genau. Genau, wenn Sie sich den letzten Index merken, ja. Oder Sie merken sich zum Beispiel auch eine obere Schranke, ja, von Darmstadt nach Frankfurt. Können Sie durch irgendwelche genialen Tricks berechnen, dass das nicht mehr als 100 Kilometer sind? Das ist ja noch viel zu hoch gerechnet. Dann können Sie da auch beenden. Also Sie haben viele Möglichkeiten, den Algorithmus von Dijkstra durch zusätzliches Wissen vorzeitig zu beenden. Und das wirkt sich natürlich hier, insbesondere bei dieser Implementation, sehr positiv aus. Bitte? Muss ich dann praktisch im Preprocessing von Dijkstra für jeden einzelnen Knoten ein Linked-List-Element anlegen? Sie müssen im Preprocessing, ja, für jeden einzelnen Knoten ein Linked-List-Element anlegen. Okay. Konstanter Aufwand. Ich meine, es kommt darauf an, es gibt Situationen, in der die Heap-Implementation besseres Komplexitätsprofil hat, besseres Laufzeitprofil hat, und es gibt Situationen, in denen das hier besseres Laufzeitprofil hat, aber so die natürlichen Situationen, die einem einfallen, da ist diese Implementation sicherlich sehr gut im Verhältnis zum Heap, und das beides sind schon die besten, ich sag mal, die besten praktikablen Datenstrukturen dafür. Es gibt noch Datenstrukturen, die eine bessere asymptotische Komplexität haben, aber da kommt man schon ins Schwitzen, wenn man diese Datenstrukturen versucht, fehlerfrei zu implementieren. So ähnlich, Sie kennen das von B-Boy. Weitere Fragen? Gut. Dann werde ich jetzt hier mal das Foto machen. Erinnern Sie mich daran, wenn ich mal vergesse, ein Foto zu machen, dass da nichts verloren geht. Jetzt muss ich hier natürlich. Bisschen unschön. Okay. Funktioniert. So. Gut. Ich meine, wenn Sie eine Tafel haben, die sowas von alleine macht, wie viel kostet sowas? Also Low Tech, Low Cost. Gut, aber das war nur der erste Schritt. Es gibt noch einen zweiten Schritt, der dann tatsächlich zu Dial führt, zur Wählscheibe. Und zwar nutzt man dann noch eine Tatsache aus, die bei vielen Anwendungen, inklusive Dijkstra und Prim, aus der GDE2 zum Tragen kommen, nämlich alle Knotendistanzen, die nicht unendlich sind, sind in einem bestimmten Intervall, und dieses Intervall ist gerade die Länge der längsten Kante überhaupt. Also es gibt ein Intervall von der Position P bis eben zum rechten Ende des Intervalls, und alle Knotendistanzen, die nicht
unendlich groß sind und die noch nicht, also von Distanzen, die noch nicht von Knoten, die noch nicht prozessiert sind, nur die interessieren uns hierher. Alle diese Knoten sind in diesem Intervall. Und das ergibt die Möglichkeit, hier einen Haufen Speicherplatz zu sparen. Stellen Sie sich dieses Intervall vor. Wir schneiden das Array an beiden Seiten auf. Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben das Array auf Papier. Wir schneiden das Array an beiden Grenzen des Intervalls auf und drehen die Enden so, dass sich insgesamt ein Kreis ergibt. Das heißt, es ergibt dann folgendes Bild. So, das ist die Intuition und das sieht ja schon mal langsam nach einer Wählscheibe aus, denke ich mir. Also, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sowas mal wirklich zu Hause gesehen haben. Vielleicht haben Sie es mal im Museum gesehen oder in alten Filmen, so ein Telefon mit einer Wählscheibe. Haben Sie schon mal so gewählt mit so einer Wählscheibe? Okay, gut. Dann wissen Sie, wovon hier die Rede ist. So, der Gag ist der, dass anstatt, dass das Intervall im großen Array, wie wir es eben gesehen haben, immer einen Schritt nach rechts geht, ja, die Position geht immer einen Schritt nach rechts, also auch die rechte Seite des Intervalls, das Gesamtintervall geht einen Schritt nach rechts. Stattdessen geht das Ganze zyklisch rum. Und wenn es zyklisch rumgeht, dann brauchen wir auch nur so viel Speicherplatz. Nämlich wie dieses zyklische Array hat. Bitte? Ist das nicht so, dass einige Stellen ausfallen? Das bedeutet, wir bekommen einen kleineren Kreis? Oder? Nee, wir bekommen keinen kleineren Kreis. Es ist ja, letztendlich ist es ja doch wieder ein Array. Sie werden es als ein Array wieder implementieren und dann können Sie ja keine Komponenten rausnehmen, falls ich Sie jetzt richtig verstanden habe, was Sie gemeint haben. Nee, das Array bleibt permanent so. So, dieses Fenster ist jetzt praktisch das Fenster von wo P beginnt, bis einmal rum die Komponente direkt vor P. So dass Sie nur diesen Speicherplatz brauchen für dieses Fenster. Und wie viel ist das? Wenn Sie sich normale Situation beim Navi ansehen, also wenn wir jetzt vielleicht nicht mal jetzt mal gerade nicht die Sahara und Sibirien dazu nehmen, sondern uns auf Mitteleuropa konzentrieren, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht was wäre Ihre Schätzung? Wie lang wäre die längste Kante, das längste Straßensegment von einem Kreuzungspunkt zu einem anderen Kreuzungspunkt? Was würden Sie sagen? 4.000 Kilometer. Meinen Sie, dass es gibt irgendwo von einer Kreuzung zu einer anderen Kreuzung in Mitteleuropa? Ach so, Mitteleuropa. Also, wie gesagt, ja, also ich würde nicht sagen, dass wir bei 2.000 oder 1.500 sind. Also ich habe so eine Strecke noch nicht gesehen, also... Das längste sind vielleicht so Sachen wie Passstraßen, nicht? Denke ich mir. Passstraßen durch die Alpen. Und ich würde mal vermuten, wie Sie das jetzt auch gesagt haben, ich weiß es nicht, aber ich würde mal vermuten, dass wir unter 100 Kilometern sind. Dass es in ganz Mitteleuropa kein Straßensegment gibt von einer Kreuzung. Denken Sie dabei auch an Autobahnauffahrten und Abfahrten, Autobahnkreuzen und so weiter, das sind ja alles Knoten. Dass es kein Segment gibt zwischen zwei Knoten in unserem Straßennetz, was länger ist als vielleicht 100 Kilometer. Oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Und man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen, das ersparen wir uns hier. Es sind wahrscheinlich sehr wenige, die so lang sind. Wir können uns noch eine viel kleinere Größe hernehmen und die Kanten, die größer sind als diese kleine Länge, dann irgendwie anders separat mitprozessieren, sodass das Array eigentlich noch viel kleiner ist. Ja, also wir haben ein viel kleineres Array. Wir müssen dann nur das, was wir vorher in dem großen, richtigen Array gesehen haben, dass das Fenster schrittweise nach rechts geht, dieses zyklische
Anfang und Ende des Fensters sind immer dasselbe, gleich die Grenze zwischen P und dem vorherigen Element von P. Wir müssen das nur in den Griff kriegen. Und wenn wir etwas Zyklisches haben, zyklisch mit Array-Indizes oder sonstigen Indizes umgehen, sollte Ihnen eine mathematische Operation einfallen, nämlich Modulo-Rechnung. Und genau das passiert hier. Also P geht immer eins weiter, aber Modulo der Größe dieses Fensters. Muss man halt noch dann hinkriegen, aufpassen, plus minus 1, dass man da nichts falsch macht, aber das ist die Idee. So, das sollte ich jetzt auch fotografieren. Und wie gesagt, wenn Sie Verbesserungsvorschläge irgendwelcher Art haben, die weiterhin bei Low Cost bleiben, muss nicht Low Tech sein, aber bei Low Cost, dann bin ich da sehr offen. Aber bei der algorithmischen Modellierung letztes Semester hat es wunderbar funktioniert. So, das ist die Datenstruktur. Dial Implementation. Sie sehen jetzt eine kleine Verbesserung gegenüber früher, dass Sie da ordentliche Inhaltsverzeichnisse haben. So, aber vieles, wenn Sie das von mir vorher kannten, da wird Ihnen das bekannt vorkommen. Sie erinnern sich dunkel, wenn Sie bei mir das gehört haben, wenn nicht, ist auch egal, dass ich bei Datenstrukturen, wir reden ja hier von einer Datenstruktur, mache ich immer eine Unterscheidung, die Sie aus Java kennen. In Java kennen Sie Unterscheidung zwischen Interfaces und implementierenden Klassen. Und diese Unterscheidung mache ich auch, weil sie nicht nur in Java-Implementationen, sondern allgemein sinnvoll ist. Wir haben eine abstrakte Datenstruktur. Das ist diese Priority Queue, ja, wo sie eine große Menge von Werten, von Schlüsselwerten verwalten und jeweils Minimum hernehmen und neue Elemente einfügen. Darauf komme ich gleich zu sprechen, was das für eine abstrakte Datenstruktur ist. Und das habe ich mir nicht alles ausgedacht. Das haben sich Leute im Bereich Software Engineering ausgedacht. Eine abstrakte Datenstruktur hat eine Darstellungsinvariante, Representation Invariant. Das heißt, ganz konkret, bei einer Priority Queue, zu jedem Zeitpunkt sind da eine gewisse Anzahl von Elementen, von Schlüsselwerten mit zugehöriger Information, Buchhaltungsinformation gespeichert. In diesem Fall die Knoten, die zu den Schlüsselwerten gehören. Und die konkrete implementierende Klasse hat eine Implementationsinvariante. Ja? Also wenn Sie auf Representation Invariant, Implementation Invariant, wenn Sie sowas mit Google suchen, werden Sie nicht den Namen Carsten Weihe da finden, weil ich bin nicht der Erfinder und es ist auch keine Schikane, sondern etwas sehr, sehr Sinnvolles. So, die Repräsentationsinvariante, die Darstellungsinvariante erklärt, welche Eigenschaften nach außen hin sichtbar, also welche Eigenschaften der Public-Teil hat. Das, was Sie im Interface auch haben. Die Implementationsinvariante erklärt, was intern tatsächlich vorgeht, was jetzt spezifisch für die implementierende Klasse ist, was für einen Heap anders ist, sehr viel anders, wie wir eben gesehen haben, als jetzt für diese Implementation. So, und für diese Implementationsinvariante von einem Objekt dieser Klasse, die eine Priority Queue implementiert, sehen Sie jetzt letztendlich die Dinge, die wir eben besprochen haben. Wir haben einen Span, das ist die Länge, die Breite dieses Fensters. Wir haben einen möglichen Spann von Schlüsselwerten. Wir haben ein Array, das so groß ist, dass dieser Spann dieses Fenster hineinpasst. Ich verwende häufig Arrays mit Indexbeginn mit 1, weil das die übliche mathematische Notation ist, aber bei einigen wenigen Fällen, wie beispielsweise Hash-Tabellen oder hier, lasse ich die Arrays mit 0 beginnen. Was ist das Gemeinsame von Hash-Tabellen und dieser Implementation?
Das Gemeinsame ist, dass wir modulo rechnen. Da ist es unnötig kompliziert, wenn wir Arrays mit 1 beginnen lassen, wie es eigentlich in der Mathematik vorgesehen ist. So, und hier ist noch etwas. A current position of the minimum p habe ich eben hier eingezeichnet. Das ist die Stelle, wo gerade das Minimum passiert. Das untere, darauf kommen wir nochmal später zu sprechen, nicht heute, ist dasselbe bürokratische Sache, dass man von draußen, von einem Knoten aus, auf den Schlüsselwert, auf das Element zugreifen kann. Da war noch eine Frage? Oh, Entschuldigung. Klar kann ich die Tafel runter machen. Aber Sie sehen, wir sind hier ein bisschen beengt. Wir können froh sein, dass wir in diesem Raum überhaupt noch eine Tafel haben. Wenn Sie ans Audimax denken, da gibt es gar keine Tafeln mehr. Also ich habe früher noch im Audimax mit Tafeln gearbeitet, in those good old days. Und ja gut, die Tafeln waren jetzt auch nicht so besonders prickelnd, aber war besser als mit dem OH-Projektor zu arbeiten. Gut. So, alle Schlüsselwerte an einem Index von A sind gleich zu verstehen. Und für jeden Schlüsselwert, und hier sehen Sie das, die Distanz, die Schlüsselwerte, die sind gar nicht mitgespeichert. Die brauchen wir ja nicht mitspeichern. Weil, gut, hier sollte ich das nochmal genauer formulieren, Sets of Keys, das ist dann falsch. Also Sie sehen, es gibt noch einiges Verbesserungspotenzial hier. Sets of Keys ist nicht die korrekte Formulierung, sondern was wir brauchen, sind halt, die einzelnen Listenelemente sind halt Verknüpfungen mit den einzelnen Knoten da drin. Und dieser Ausdruck hier gibt an Schlüsselwert i. I minus p ist eigentlich der aktuelle Distanzwert modulo s. Aber nochmal s obendrauf, um keine Fallunterscheidung zu machen, ob wir jetzt nun bei dieser Modulo-Berechnung über das Ende rübergehen oder nicht. Gut, also schauen Sie sich das gut an. Sie haben ja durch die Vorlesungsaufzeichnung hoffentlich alles geboten gekriegt, was Sie brauchen, um das nachträglich nochmal zu rekapitulieren, zu verstehen nochmal, was hier steht. Ich erwarte selbstverständlich nicht, dass Sie alles, was hier in der Vorlesung gesagt wird, dass Sie das hundertprozentig gleich verstehen. Ich glaube, in MINT-Fächern, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, wird man das nicht verlangen können. Und ich habe auch bei weitem nicht alles immer gleich verstanden. Vielleicht sollte ich das hier an dieser Stelle dazu sagen. Meine Philosophie von Vorlesung ist, die Vorlesung ist die Vorbereitung auf die Nachbereitung der Vorlesung. Oder die Vorlesung ist die Vorbereitung auf die Prüfungsvorbereitung. Also wenn Sie sich das kurz nochmal überlegen, ich glaube, da steckt schon ein gewisser guter Sinn darin, auch wenn es zuerst vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ja, also deshalb bin ich will niemanden hier vergraulen, aber ich bin auch nicht böse, wenn jemand sagt, ich kann das alles auch alleine zu Hause machen, ich muss nicht extra deswegen 100 Kilometer Anfahrt machen, deshalb bleibe ich zu Hause und mache das da. Also ich muss gestehen, ich bin auch nicht in die Vorlesung gegangen. Und Sie sehen, was aus mir geworden ist. So, Sie sehen hier die Methoden. Die minimalen Schlüsselwerte sind, einen minimalen Schlüsselwert zu finden, wissen wir, wie das ist, einfach an der gespeicherten Position P. Und falls diese Menge an dieser Position leer wird, was ich eben gesagt habe, was ich eben in der Vorversion mit dem langen Array gesagt habe, wenn diese Schlüsselwertmenge an dieser Position P leer wird, dann wird P um 1 erhöht. Immer modulo rechnen. Das heißt, wenn P am Ende dieses kleinen Wählscheiben-Arrays angekommen ist, fängt es wieder bei 0 an. Einen Schlüssel einfügen an dem richtigen Index, da muss man nur den richtigen Index halt angeben. Ein Schlüsselwert K mit den entsprechenden Informationen. K minus P wäre das normalerweise. Aber noch S obendrauf addiert, damit es keine Fallunterscheidung geben muss. Also, wenn Sie später zur Prüfungsvorbereitung sich diese Aufzeichnung ansehen,
dann werden Sie natürlich feststellen, dass sich die Wiki-Seiten bis dahin geändert haben. Aber sie sollten sich nur in Kleinigkeiten, in nachvollziehbaren Kleinigkeiten geändert haben. Im Groben und Ganzen sollte es dasselbe bleiben. Und es ist vielleicht auch gar nicht so falsch, wenn Sie die beiden Versionen, wie sie jetzt hier sind, Sie können ja vom Datum her zurückschauen, welche Version das war in der Versionshistorie. Wenn Sie das vergleichen mit der aktuellen Version, ist es gar nicht so uninstruktiv zu sehen, worin die Unterschiede bestehen, was korrigiert worden ist und warum das korrigiert worden ist. Also warum ich Sie hier von Sachen überzeugen konnte, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass sie falsch waren und revidiert werden mussten. Also ich denke, aller Erfahrung nach ist das sehr instruktiv. So. Gut, weitere Methoden, Anzahl der Elemente und Minimum finden, ohne es zu extrahieren, sind trivial und brauchen wir nicht hier betrachten. So, jetzt machen wir noch einen Sprung. Sie sehen hier die abstrakte Datenstruktur, die haben wir noch ausgelassen. Bounded Monotonous Priority Queue. Da steht auf der Seite nicht so viel drin, weil es einfach eine Variante der allgemeinen Priority Queue ist. Bounded heißt, das ist auch bei der Heap-Implementation, muss es bounded sein. Wir müssen von vornherein wissen, wie viele Elemente maximal gespeichert sind, weil wir das Array anlegen müssen. Das heißt, hier braucht es gar nicht bounded zu sein in dem Sinne, weil es ja in Sets, in Mengen gespeichert ist, aber beim Heap müssen wir es auf jeden Fall wissen. Und was hier wichtig ist, was beim Heap völlig unwichtig ist, dass der Schlüsselwert ganzzahlig ist. Das ist in der Praxis typischerweise kein Problem. Ich hatte ja davon gesprochen, Navigationsgerät im Auto. Selbst wenn Sie mit der Granularität von einem Meter rechnen, was ja schon jenseits der Möglichkeiten von GPS ist, ist das immer noch in einer Größenordnung, die sich handhaben lässt. So, Darstellungsinvariante und so weiter, identisch zu dem, was Sie hier sehen, ist ein Beispiel dafür, das können Sie in Java-Logik, ist Bounded Monotonous Priority Queue, dieses Interface abgeleitet von Bounded Priority Queue. Und Sie haben Methoden, die im Wesentlichen dasselbe tun, einfügen, Minimum extrahieren, Minimum finden, Schlüsselwert reduzieren. Hier ist ein Unterschied. Was ich sagte, was Dijkstra oder Prim, was da auf jeden Fall der Fall ist und in vielen anderen Anwendungen auch, etwas, was beim Heap nicht notwendig ist, nämlich, dass der neue Wert, zu dem der Schlüsselwert reduziert wird, dass der nicht kleiner ist als der aktuelle Wert. Weil wenn das der Fall wäre, dann müsste man ihn vor der aktuellen Position P einordnen und dann würde alles durcheinander gehen. Das würde nicht mehr funktionieren. So, die anderen Sachen, Anzahl berechnen und so weiter und so fort. Implementation. Heap und alle anderen Implementationen von Bounded Priority Queue leisten auch das und die Dial Implementation haben Sie eben gesehen. Ja, also diejenigen von Ihnen, die das Wiki von meinen Lehrveranstaltungen erkennen, die werden das sicherlich alles wiedererkannt haben. So die Struktur, die grundlegende Struktur und die anderen werden sich, glaube ich, schnell einfinden. Eine Bemerkung noch nebenher. Ich habe jetzt eben flapsig gesagt, ich habe es auch gleich bereut, als ich es gesagt habe. Ich habe eben gesagt, dass Sie können sich vorstellen, dass diese Datenstruktur hier abgeleitet ist von der allgemeinen Priority Queue. Das sollte man nicht tun. Also ich weiß nicht, inwieweit Sie in Software Engineering mit dem Liskov Substitution Principle in Berührung gekommen sind. Kennen Sie das? Okay, dann schließe ich hier eine allgemeine Bildungslücke für Sie, nämlich eine grundlegende Regel, die sehr, sehr weise ist, die man unbedingt beherzigen sollte, auch wenn es anders mal eben schneller geht, das zu implementieren. Sie sollten eine Klasse von einer anderen Klasse nur ableiten, dasselbe für Interfaces, wenn die abgeleitete Klasse in jeder Hinsicht, ein Objekt der abgeleiteten Klasse in jeder Hinsicht auch ein Objekt der Basisklasse ist, auch als Objekt der Basisklasse fungiert. Klassisches Beispiel ist Kreis und Ellipse.
wollen Sie Kreis von Ellipse ableiten, weil mathematisch ist, ist der Kreis ein Spezialfall der Ellipse, wo eben beide Radien identisch sind. Also bietet es sich an, eine Klasse für Kreis abzuleiten von einer Klasse von Ellipse. Auf der anderen Seite haben Sie aber, bietet es sich auch an, Ellipse von Kreis abzuleiten, weil Sie haben bei der Ellipse Methoden, die Sie beim Kreis nicht haben können, nämlich Methoden, dass Sie den einen der beiden Radien verändern und den anderen gleich lassen. Das dürfen Sie bei einem Kreis nicht haben. Ein Kreis hat nur einen Radius und der muss in alle Richtungen immer gleich sein. Das heißt also, nach Liskov Substitution Principle sollten Sie weder den Kreis von der Ellipse noch die Ellipse vom Kreis ableiten. Eine Möglichkeit, wenn Sie das unbedingt in eine Hierarchie bringen wollen, ist, dass Sie eine gemeinsame Basisklasse rausfaktorisieren für Ellipsen mit konstantem Verhältnis der Radien. Und davon können Sie dann sicher nach Liskov Substitution Principle einen Kreis und auch eine Ellipse, bei der das Verhältnis der Radien sich ändern kann, dann ableiten. Also diese Grundregel, wenn Sie sie nicht bisher gesehen haben, die sollten Sie auf jeden Fall, das ist eine echte Bildungslücke, wenn Sie das nicht kennen. Und sehr, sehr, also nicht eine theoretische, akademische Bildungslücke, sondern eine praktische, ja. Wenn Sie diesem Principle nicht folgen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie später bereuen werden, wenn Sie in große Probleme kommen mit der Struktur Ihrer Vererbungshierarchie. Gut, damit habe ich jetzt hier an dieser Stelle genug gepredigt. Wir haben unser erstes Thema jetzt hier soweit geschafft. Ja, mehr wollte ich zu Dijkstra gar nicht mehr sagen, so einen kleinen fließenden Übergang. Wir werden als nächstes auf ein Thema zu sprechen kommen, das hatte ich mir hier schon vorbereitet. Also ich verlasse mich nicht aufs WLAN, sondern habe die entsprechenden Seiten schon hochgeladen. Dass manche von Ihnen aus der GDI 2 kennen, andere nicht. Durchlauf durch den Graphen. Stichworte Tiefensuche, Breitensuche, Englisch Depth First Search, Breadth First Search. Aber mit Sicherheit in einer Form systematischer, als Sie es in der GDI 2 kennengelernt haben. In einer Form, wie es benötigt wird, um dann später andere algorithmische Probleme mithilfe von Tiefensuche oder Breitensuche dann tatsächlich zu bearbeiten. Wir fangen einfach mal ein bisschen an mit Tiefensuche. Bevor wir jetzt hier Graph Traversal ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Das können wir mal ganz schnell, Sie sehen, bis auf die Bemerkungen ist das eine ganz kurze Folie, ganz kurze Seite, Entschuldigung. Was Sie haben, ist ein gerichteter Graph. Das, was Sie eben bei Dijkstra auch nochmal als Bild gesehen haben, Knoten, gerichtete Kanten. Ja, die Knotenmenge V, hat sich im Englischen eine etwas inkonsistente Terminologie herauskristallisiert. Man kürzt Knoten immer mit V ab für Vertex, aber man benennt sie mit Node für Knoten. Ist halt so. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber es hat sich so herauskristallisiert und dem folge ich auch. Sie haben also eine Knotenmenge, eine Menge von gerichteten Kanten, A wie Arcs, Arc, der Bogen, gerichtete Kante. Es hat sich auch eine Terminologie herauskristallisiert, nicht einheitlich, aber sehr häufig verwendet. Ungerichtete Kanten in ungerichteten Graphen sind Edges, Kanten. Gerichtete Kanten in ungerichteten Graphen sind Arcs, Bögen. An diese Konvention halte ich mich hier. Und wenn Sie irgendwo einen Widerspruch zu dieser Konvention sehen, bessern Sie den im Wiki aus. So. Und was wir noch haben, ist, wie bei Dijkstra, einen Startknoten, den ich auch hier S nenne. Was wollen wir rauskriegen? Eine Sequenz von allen Knoten, die von S aus im Graphen erreichbar sind, ja? Bei einem beliebigen gerichteten Graphen kann ich über Pfade nicht unbedingt jeden Knoten erreichen. Der Graph muss ja gar nicht zusammenhängend sein. Ja? Denken Sie an das gesamte Straßennetz der Welt. Und Ihr Startknoten ist Darmstadt, hier Kantplatz. New York Times Square, diesen Knoten können Sie nicht erreichen.
von diesem Startknoten aus, wenn nicht noch irgendwelche Schiffsverbindungen vielleicht mit in den Daten drin sind. Aber wenn Sie nur Straßennetz haben, können Sie das nicht erreichen. Ja, es ist im Allgemeinen nicht so, dass Sie alle Knoten erreichen können, sondern nur die Knoten, die tatsächlich erreicht werden können, die sind als eine Sequenz auszugeben. Und nach außen hin die Unterschiede von Tiefensuche und Breitensuche, von den bekannten Algorithmen dafür, das sind so die Standardalgorithmen dafür, der Hauptunterschied ist, dass die Reihenfolge, in der die Knoten in der Sequenz erscheinen, unterschiedlich ist. Und diese Reihenfolge, man wird für verschiedene Anwendungen, wo man den ganzen Graph einmal durchgehen muss, für verschiedene Anwendungen wird man jeweils andere Reihenfolge brauchen. Mal die Reihenfolge für Tiefensuche, mal die Reihenfolge für Breitensuche. Das werden wir dann im Einzelnen bei Anwendungen sehen. So, ein paar Bemerkungen dazu, die vielleicht ganz bedenkenswert sind. Ungerichtete Graphen sollten Sie aus der GDI-Zoo kennen. Minimal spannende Bäume haben Sie auf ungerichteten Graphen kennengelernt. Das heißt, die Kanten haben keine Pfeilspitze, sondern sie haben keine Orientierung, sondern sind einfach nur so da. Und hierfür können, wenn Sie einen ungerichteten Graphen haben mit ungerichteten Kanten, dann können Sie einfach jede ungerichtete Kante als zwei gerichtete Kante sehen, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Sie sehen, ich folge auch der Konvention, dass ungerichtete Kanten als ungeordnete Paare der beiden Endknoten geschrieben werden und gerichtete Kanten als geordnetes Paar mit runden Klammern statt geschweiften Klammern. So, vielleicht noch ein Punkt dabei, was die Implementation angeht. Sehr häufig ist es sinnvoll, dass Sie einen solchen Graphendurchlauf nicht als so einen monolithischen Algorithmus hernehmen, so Sie packen einen Graphen und einen Startknoten rein und Sie kriegen diese Sequenz raus, sondern dass Sie das implementieren als etwas, was Sie aus der Software Engineering kennen, als einen Iterator. Ja? Sie packen den Iterator mit einem geeigneten Konstruktor auf den Startknoten rauf und mit Next heißt, glaube ich, die Methode. Ich sollte es wissen, ich habe das erst im letzten Semester in der allgemeinen Informatik 2. Next heißt es nicht. HasNext und Next sind für den Standard-Iterator die beiden Methoden. Ja? Mit Next kriegen Sie dann einen Knoten nach den anderen raus und können den dann weiter irgendwie prozessieren. Ja, also softwaretechnisch ist es sinnvoll, das beim Iterator zu machen. Deshalb ist es auch sinnvoll, solche Algorithmen als Schleifen und nicht als Rekursion zu implementieren. Aus einer Rekursion können Sie keinen Iterator bauen, aber aus einer Schleife können Sie einen Iterator machen. So, und hier noch ein Hinweis. Der Algorithmus, mit dem wir heute begonnen haben, Dijkstras Algorithmus, könnte man auch als einen Graphendurchlauf verstehen. Graph Traversal können Sie auch als einen Iterator implementieren, der die Knoten jetzt in einer speziellen Reihenfolge, nicht eindeutige Reihenfolge, aber in einer sehr speziellen Reihenfolge rausliefert, nämlich in aufsteigender Reihenfolge gemäß Distanzen vom Startknoten aus. Das garantiert Dijkstra auch, dass alle Knoten, die fertig prozessiert sind, in aufsteigender Reihenfolge sind. Letztendlich ist das der Grund dafür, warum wir da mit dieser Position B arbeiten können. Ja, und beim nächsten Mal gucken wir uns dann Tiefensuche und Breitensuche gemeinsam etwas genauer an. Vielleicht sind Sie ja neugierig und schauen noch mal rein. Lassen Sie sich nicht erschlagen von dem, was Sie da lesen. Das ist sicherlich so für sich genommen harter Stoff, selbst wenn Sie Tiefensuche, Breitensuche schon mal, also vor allem die Wiki-Seite zur Tiefensuche. Das werden wir dann genau durchgehen und wenn wir das durchgegangen sind, dann gehe ich davon aus, dass Sie das dann auch wirklich verstehen können. So, für heute möchte ich mich bedanken und jetzt bin ich gespannt, ob diese erste Aufnahme geklappt hat, sonst muss ich das irgendwie vor leerem Publikum nochmal wiederholen. Darauf habe ich auch keine Lust. Vielen Dank. Ich glaube einfach...